Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Es geht weiter, werte Freunde. Hier sind wir nun. Ja, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Genau, wir haben ja uns hier durchgeschlagen zu unserer hübschen neuen Dame, die uns ab sofort hilft, mehr oder weniger, naja. Und wir waren ja in unserem Büro. Ich habe ja gesagt, ich möchte mal wieder ein bisschen rumschießen. Ich habe mich aber umentschlossen, beziehungsweise wir machen es jetzt so, dass wir das Minischießspiel, da zeige ich euch nur die Erfolge, sonst wird sich das so in die Länge ziehen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt einfach, diesen Rekord jetzt so auf die Schnelle nochmal zu brechen bei diesem Kettenspiel. Und das andere wird bestimmt auch nicht einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch da einfach nur die Erfolge zusammenfassen. Ich habe vorher noch ein bisschen gespielt, da hatte ich leider keine Erfolge zu verzeichnen. Oder wie Sebastian sagen würde... Gott, wie schlecht. Ich bin enttäuscht! Ja, also so schlecht fand ich den Versuch nicht, aber gut, wie er meint. Ja, es ist manchmal interessant, wie er manchmal abgeht. Ist nicht immer so, aber okay. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Wenn ich da Erfolge habe und was Neues bekomme, dann werdet ihr es erfahren. So, des Weiteren, ja, mehr habe ich nicht zu berichten. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob sie noch irgendwas anderes zu sagen hat. Übrigens. Nee, okay, das haben wir alles schon das letzte Mal gemacht. Hat er eine Verletzung am Arm? Wurde sie gebissen? Das erinnert mich an die furchtbare Walking Dead-Folge von gestern. Also ich weiß nicht, ob ihr das aktuell guckt. Ich spoilere nicht, keine Angst. Aber ich sag nur so viel. Für die Leute, die es gucken, die werden es dann verstehen. Also das, was in der 9. Episode passiert ist, natürlich ist es schlimm. Aber es hat sich so gezogen. Wie ein unendlicher Kaugummi des Leidens. Ich kann diese Serie nicht mehr ernst nehmen. Ich leide... Ich gucke die Serie eigentlich nur noch wegen Negan. Muss ich ganz sagen, ich warte darauf, dass Negan alle wegknüppelt. Und dann hört die Serie auf und alle sind glücklich. Nein, Spaß. Ich will jetzt nicht Walking Dead schlecht reden. Aber irgendwie, ja doch schon. So, jetzt spielen wir aber wirklich los. Wo geht's denn hier? Exit, ne? Ja, okay. Habe ich hier in dem Raum alles gemacht? Ich denke schon. Ich habe jetzt nochmal gespeichert, unsinnigerweise. Heilung brauche ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder was vergessen, aber egal, ihr werdet mich bestimmt darauf hinweisen. Ich werde dann wieder zurückrennen und alles nachholen. Was soll's. Jetzt erst einmal zu unserem nächsten Level, könnte man sagen. Grüße gehen diesmal auch noch zusätzlich raus an den guten Malik. Der hat noch was sehr Interessantes geschrieben. Erinnern wir uns an diesen einen Bosskampf vor dem Rathaus mit der Säge Tussi Trulla. Da habe ich erfahren, man muss diesen Boss gar nicht machen. Ihr wisst ja, ich bin ja dann hinter das Rathaus gegangen. Da war ja dann nichts mehr. Aber da wäre was gewesen, wenn man das während des Bosskampfes aufgesprengt hätte. Und dann hätte man diesen Kampf auch umgehen können. Das hätte ich nicht getan. Also ich wollte diesen Boss ja auf jeden Fall machen, weil ich ihn super inszeniert fand und so. Aber allein die Möglichkeit, dass man die hat, das finde ich super. Da ist doch ein X... Gerade eben war da wieder... Aber das gilt nicht für die Schränke. Gilt das für die Schublade? Also für die Lade? Nee, hä? Das macht mich nicht... Kira hier, da war doch... Da wird doch manchmal kurz... Ach so! Oh, wow, Sebastian, wow! Ist das dein Ernst? Da hochklettern? Okay. Ja, gut. Wer es kann... Ne, aber wieder an anderen Stellen macht er gar nichts. Da, wo ich gern hoch würde. Na gut, ich würde sagen, wir verlassen jetzt endlich das Mark. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Genau das haben wir jetzt getan. Wir dürfen wieder ein bisschen rumlaufen, während die Welt geladen wird. Richtung Theater. So. Komm her, PC. Post Plus. Okay. Ist das jetzt wirklich so eine Postfiliale oder verstehe ich das gerade falsch? Oh, was haben wir denn da? Schießpulver.
Da habe ich noch ein paar Harpunenbolzen gesehen. Hochwertige Waffenteile. Yeah! Das kriege ich jetzt. Jetzt, wo ich endlich mal weiterspielen wollte, ne? Okay, aber hier ist eh gerade kein Spiegel, oder? Hier ist ein Speicherpunkt. Da geht es wahrscheinlich weiter. Oder geht es hier weiter? Wir müssen mal kurz auf die Map gucken. Eine neue Map. Unterschlupf, Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine. Okay. Noch ist das... Oh, das ist wieder ein größeres Gebiet. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Es ist wieder soweit. Na, mal schauen. Vielleicht ist es so ähnlich wie beim Rathaus. Das war auch ein bisschen größer. Aber letztendlich ging da ja gar nichts. Außer eben der besagte Ort. Bleib mal cool. Ich könnte jetzt das Waffenteil gleich benutzen. Aber ich habe so wenige Waffenteile. Wobei, da kriege ich gleich nochmal 450. Ich könnte es ja mal zumindest ein bisschen anfangen jetzt. Komm, geh mal schnell rein. Machen wirklich nur das an der Werkbank. Ja, hier. So, Waffenverbesserung. Ich habe ja mir geschworen, dass wir bei den Bolzen was machen werden. Speziell bei den... Ach, die Reichweite. Ach, 200% wäre schon geil, ne? Aber jetzt das Ding dafür ausgeben? Wie war das? Also, ich wollte ja Rauchbolzen. Ja, für die... Oh Gott, da braucht man so viele Waffenteile, ey. Zwei Stück, um das auf Max zu bringen. Bei den Rauchbolzen, die dann giftige Wolken werden, will ich das unbedingt haben. Das reizt mich so sehr. Aber ich finde, die Reichweite von 200%, die brauche ich auf jeden Fall. Und da ich die jetzt schon gebrauchen könnte, ich meine, es ist gerade auf 160%. 200% ist einfach geil. Schalte Stufe 2 Verbesserung für die Reichweite, Lade... Und Ladezeit! Kommt auch noch dazu. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber... Trotzdem, ich tue das jetzt. Ich will das haben. 200% kann man auch gleich leisten. So. Ja, ansonsten jetzt die extra schon aufwerten. Mit 325 müssen wir nicht. Jetzt habe ich halt das getan. Ist gut. Ich brauche noch so viel Waffenteile, ey, da, bis ich glücklich bin. Das wird so teuer. Das ist ja noch viel schlimmer wie mit dem Gel. Und tschüss. Ich will jetzt spielen. Nicht schon wieder hier ewig im Menü rumlungern. Okay, Post Plus. Los geht's. Das war's hier, der kleine Raum. Okay. Sonst nix. Dann mal los. So, da haben wir gleich einen Resonanzpunkt. Oh, gleich hier. Aber Stevens hat den Schlüssel. Ich bin so müde. Ich ruhe mich nur kurz aus und warte auf Stevens. Ja, das hat ja toll geklappt, das kurz ausruhen. Ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlupfs. So, das werden wir uns mal genauer anhören. Verdammt. Ich spüre meine Hand nicht mehr. Das Ding hat mir fast den Arm abgerissen. Mit dieser Erbsenpistole wird das nichts. Ich brauche was Größeres. Ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlupfs. Aber Stevens hat den Schlüssel. Bald ist sie mit dem Schlüssel und dem Transporter zurück. Ich muss nur am Leben bleiben. Ich bin so müde. Ich ruhe mich nur kurz aus und warte auf Stevens. Okay, 10 von 24. Haben wir gerade Gel bekommen, weil da links die Anzeige kam? Hm, weiß nicht. Nee, glaub nicht. Ja, tut mir leid für dich, mein Kumpel. Aber das gefällt mir nicht, was du da erwähnt hast. Von wegen, eine kleine Pistole richtet da nichts aus. Das macht mir Sorgen. Schießpulver. Bei dir ist nichts mehr zu holen. Weil ich habe auch nicht gerade die Mörderwaffen für richtig bestiale Viecher. Aber gut, wir werden schon was bekommen, beziehungsweise diesen Schlüssel für irgendein Lager. Da dann irgendwas richtig Großes besorgen. Das wäre doch schön. Durchquere das Magen, such nach... Hallo, würdest du dich mal bitte aktualisieren? Wer hat das Ziel? Ich bin hier schon draußen.
Naja, er wird jetzt wahrscheinlich gleich kommen, wenn ich rausgehe. Hallo. Hallo, hallo. Oh Gott, ich höre es schon. Scheint so, als haben wir wieder ein bisschen sneaky Cleaning Action hier. Also gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Mein Ziel ist irgendwie immer noch buggy, dass das da so steht. Jetzt, untersuche das Theater. Jetzt hat er es gemacht. Das Theater ist da hinten. Und das ist natürlich der letzte Punkt, den wir uns... Oh, wow. Anschauen. Das Ding wirkt jetzt deutlich näher. Schaut euch dieses gigantische Teil an. Diese gigantische Kameralinse. Veritas ist ja eigentlich gar kein Auge. Naja, irgendwie auch schon. Oh mein Gott. Da ist mein Ziel, ne? Genau, das ist das Theater. Sieht schick aus, das Gebäude. Aber die Aufführung will ich eigentlich nicht sehen. Nee, aber gut, da haben wir ja zum Glück noch ein bisschen anderes zu tun, bevor wir dahin gehen. Gucken wir mal, was möglich ist. Ich höre viel, ich sehe nichts. Vielleicht sind die da alle drin. So eine Zombie-Gruppenversammlung muss es ja auch mal geben. Ach Gott. Ich hab's schon fast befürchtet, dass es wieder so eins ist. Du machst aber auch Krach für viele. Ich würde sagen, das snipern wir weg, oder? Was habe ich hier gerade? Zeig mir mal die Waffen. Ich würde sagen, das ist so dieses typische Vieh, das ich lieber gerne absnipere. Munition dafür haben wir. Jetzt suchen wir uns nur eine schöne Position dafür aus, wo es nicht so schnell zu mir kommt. Wir wissen ja, dass wir 3 Schüsse machen müssen. Mal in welche Richtung guckt das Ding? Oh, das könnte mich sehen, wenn ich da vorbeilaufe. Und mal kurz gucken, wenn ich um das Haus laufe. Vielleicht kommen wir aufs Dach. Mal gucken. Ah, nee, da ist nicht viel mit außen rumlaufen. Dem Ding will ich noch nicht zu nahe kommen. Obwohl, Moment. Kann ich da hoch? Nee, da scheint eh nichts zu sein. Oder? 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 Wenn ich mich jetzt da reinpacke und gar nicht dahin dürfte, dann wäre das echt traurig, aber... Er kann da nicht springen. Ich komme da nicht hin. Es ist eine unsichtbare Wand. Schade. Ich höre da schon wieder einen anderen Typi. Da oben kann ich aufs Dach. Aber das ist mir natürlich... Ich könnte es einfach von da töten. Bis das Ding da ist, ist es tot. Mal gucken, wie nah kann ich denn zoomen. Oh, das ist in Ordnung, oder? Das ist bloß kein... Ah, sowas hört man schon mal. So, wo läuft er jetzt hin? Du kannst ja unmöglich wissen, wo ich bin. Was tut es denn? Ich habe ein anderes Problem. Scheiße! Oh Gott, der hat mich echt gesehen. Unglaublich, ey, unglaublich. Ich geh mal da rein. Action im Haus! Wenn er da überhaupt hin kann. Ach nee. Guck an. Lad mal nach, bitte. Weil das eine Safety Zone ist. Ich könnte jetzt auch voll ausnutzen und da genau da stehen bleiben. Haha. Das ist ja geil, dass die sofort mich verlieren. Sofort die Aufmerksamkeit. Ah, gut, aber es könnte jetzt sogar sein, dass der eine Schuss auch verballert ist. Aber guck mal, das Ding ist jetzt... Das ist doch noch verletzt. Was ist mit dem los? Tot war es nicht, das lag irgendwie noch auf dem Boden. Und jetzt sehe ich es irgendwie gerade gar nicht mehr. Nicht, dass das jetzt so eklig rumkrabbelt oder so. Ich würde aber sagen, ich töte erstmal den Typen da, damit er mich nicht nochmal stört. Das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Da rechts höre ich auch noch was. Muss es jetzt auf die Seite geschlappt kommen? Das ist jetzt natürlich blöd. Okay, wir warten. Okay, das rennt weg. Oh, das ist aber jetzt schnell auf einmal. Ungewohnt schnell. Komm schon, komm schon. Sebastian, komm schon. So, oder? Das Ding wäre down. Schnappen wir uns schnell noch das G. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir
hier wegkommen. Denn wie schon erwähnt, das Vieh ist auf einmal schnell. Weißt du, dass mich das überhaupt nicht beeindruckt, dass du mich jetzt gesehen hast? Oh, 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 fuck, okay, okay. Ihr beeindruckt mich schon. Ja, warte mal, mach mal anders. Kaffee. Jawohl, der ist down. Machen wir mal wieder auf die alte Art. Ah, bitte! Oh nein! Okay, das war jetzt richtig scheiße. Ich unterschätze, wie viel die aushalten. Ich unterschätze es jedes Mal. Okay, war ja auch nicht mein Stil, war nicht mein Stil. Das machen wir nur mal schön. Wo kamen die zwei denn jetzt noch her? Ja gut, das Vieh hat geschrien, ich weiß. Dann war halt meine, das schreit ja auch meine Ausdauer weg. Das haben ja schon viele in den Kommentaren gemeint. Ist auch so eine miese Sache eigentlich. Okay, machen wir nochmal. Wir fangen hier an, okay. Ich werde wahrscheinlich das Ding gerade benutzt haben, 325. Okay, ja, ich will hier wieder raus. Oh, nochmal, der Spiegel ist hier drin. Das dürfte ich langsam aber auch wissen. Okay, wir haben ja, haben wir was verpasst? Habe ich noch irgendwas anderes da draußen gemacht? Nö, ich habe gleich angefangen zu kämpfen. Genau. Der Kaffee ist auch schon fertig, Mensch. Ich hätte mich auch einfach heilen gehen können. Oder ich hätte diesen Trick ausnutzen können. Aber ich wollte es halt mal brachial machen. Ach ja, die Sache muss ich nochmal schnell machen. Sorry. Ja, machen wir jetzt ganz schnell. Verdammt. Ich spüre meine Hand nicht mehr. Ich werde das mal überspringen. Ist ja nicht schlimm. Das Fragment kriegen wir trotzdem. So, jetzt aber nichts vergessen. Nicht zu schnell machen, sonst wäre das traurig. So. Da war sonst nichts mehr. Okay, jetzt aber. Also, es sind drei Zombies. Also gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Lass mich in Ruhe mit deinem Theater. Wir werden es anders jetzt angehen. Von der Seite aus, okay, der eine hat mich ja dann gesehen. Aber der hat mich ja auch nicht sofort gesehen. Wir probieren das jetzt mal anders. So, passt mal auf. So, erstmal knallen wir den einmal ab. Das soll ja nicht das Schlimmste sein. So. Jetzt gehen wir aber in Deckung. Wir haben es. Was? Wieso sieht er mich? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Doch, ist nicht in Ordnung. Na rein. Hopp, rein. Hey, das ist aber jetzt ganz. Wie konnte der mich sehen? Wo war der bitte? Ich bin extra in Deckung sofort gegangen. Das ist doch nicht normal. Das war jetzt seltsam. Das war sehr, sehr seltsam. Finde ich ja nicht in Ordnung, sowas. Okay, das ist jetzt auch dumm, wenn ich das mache. Ich sollte einfach dabei bleiben. Und das Ding killen erstmal. Das scheint jetzt echt auch verletzt zu sein. Ach, jetzt bleibt doch. Ich weiß nicht, ob es lacht oder heult. Das klingt irgendwie so. Nach einer Mischung aus beiden. Da hinten. Wäre vielleicht auch eine gute Stelle. Bis die anderen Typen kommen. Ja doch, das ist vielleicht eine ganz gute Stelle. Wenn dann die anderen mich sofort sehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Dass wir jetzt erstmal tot haben. Naja, scheiß nachladen. So. So, es müsste jetzt eigentlich sterben, es sei denn, es hat sich. Ja, wunderbar. Tja, wer war das nur? Soll ich ihn erschießen oder soll ich ihn lieber. Nee, ich hab Schiss, dass ich daneben sammle. Ich geh lieber hin. Okay, also von der Reichweite ging's wunderbar. Dann haben die den Schuss nicht lokalisieren können. Also der, der den Schuss abgegeben hat. Gut. So, warte mal. Der bewegt sich gerade wieder sehr. Und steht. Da hinten ist der andere. Die müsste ich auch gleich wegdrehen. Wo ist der dritte?
Da, gar nicht so einfach, die Dreierkonstellation jetzt aufzumischen. So, der dreht sich weg, aber dann könnte schon wieder der andere irgendwo hingucken. Aber naja, es muss ja auch ein bisschen schwieriger werden. Finde ich ja eigentlich auch gut. Ach, jetzt hat er mich wieder gesehen. Na, ganz cool, er ist noch ist es ein kleines Auge, noch ist er... Ja, jetzt müsste er mich eigentlich langsam sehen. So viel zum Schleichen. So viel zum Schleichen. Oh, warte mal, kann ich da hoch? Ah, das ist dumm. Nö, ich mach das jetzt wieder auf die sichere Art und Weise, dafür musst du aber rennen. So. Ihr habt alles vergessen. Es ist schon ein bisschen tricky und gemein von mir, dass ich das so mache, aber es geht. Ist kein Bug, ist Entwicklerentscheidung und ja, kann man so machen. Allerdings bringt es mir nicht so viel, wenn die immer gleich wieder an ihrem Ursprungsort sind mit der anderen Gruppe. Ich weiß nicht, ob der eine sich umdreht. Ich wage es jetzt einfach mal. Bitte schnapp dir jetzt nicht das Gel, sondern töte. Ach, du Penner! Mach doch einmal, was ich will. Das ist der eine mit, ich weiß es nicht. Ist alles gut. Oh, hi. Lauf, 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 weil jetzt sind wir eventuell tot, wenn du jetzt nochmal getroffen wirst. Deswegen bitte ich dich, dass du rennst. Jawohl. Komm zur Tür der Sicherheit. Oh nein, Ausdauer des Todes. Ah, hat sich schon beruhigt. Ich gehe trotzdem rein. So, vergiss mich einfach. Vergiss mich. Vergessen. So. Ja, sorry, wenn das jetzt gemein ist, aber... Es ist halt so. Ich sehe nichts. Aber töten geht dennoch. So, der nächste. Und dann dürfte das hier erstmal gekillt sein. So. Schluss ist. Genau, das Gel von dem Großen hat er sich ja schon genommen, ohne dass ich es wollte. So, wo war deins? Hier, okay. Ich würde sagen, wir trinken jetzt einen Kaffee. Obwohl, naja, ich warte noch kurz. Wir können ja den Part noch voll machen und dann trinke ich einen Kaffee. Speichere. Ach, da ist wieder ein Zugwaggon. Geht das auch schon wieder los? Wir haben einen neuen... Warte mal, erst noch hier die Tote holen. So, und jetzt gucken wir uns die Resonanz mal an. Ich bin der Einzige, der sieht. Das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Okay. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, ist ja gut. Okay, was war das eben? Ja, alles gut. Ah, schön. Da haben wir noch ein bisschen was zu erkunden hier, wenn ich mir die Häuser so anschaue. Ah, da freue ich mich jetzt schon. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Das haben wir uns verdient. Das ist ein Schloss. Sieht aus, als könnte ich es mit einem Schlüssel öffnen. Aber wenn ich dieses X, also dieses Symbol, sieht aus wie so ein... Ah, doch, ist, ja, ist ein Schlüssel, ja. Ich habe erst gedacht, das ist doch ein Hammer, aber jetzt erkenne ich die Schlüsselform. Ja, okay, cool. Ich muss einen Schlüssel finden. Alles klar. Bin ich mal gespannt, ob ich den noch finde. Die Fenster sind zwar kaputt, aber leider mit Brettern zugenagelt. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen, dass da keiner reinkommt. Oh, okay. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier in der Umgebung erstmal weiter um. Da hinten habe ich eine Flasche gesehen. Ich glaube, ich bin aber mit Flaschen voll, ne? Der jetzt her? Kumpel. Was ist denn mit dem los? Was hat denn der für einen Laufweg hier? Okay. Dann werde ich mich dem mal schnell widmen, bevor der... Nein! Ach, vielleicht hat er mich da hinten an der Tür gesehen. Und nee, macht ja keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Ich wollte da jetzt eigentlich noch nicht hin, aber... Bevor der mich... Oh shit, ich hoffe, ich kriege das zeitlich noch hin. Bevor er sich umdreht. Fuck, was tut er denn? Bleib mal hier. So. Komischer Kauz. So, bist du alleine hier? Hallo, Kuckuck. Oh, Kuckuck. Offline. Also verschlossen. Offline. Ich glaube, es geht los. Mach das Ding online. O'Neill. O'Neill. Fahr die Systeme online. Ich will das haben. Naja, hol ich mir erstmal das Zeug hier. So, ekliger Leichenhaufen. Aber nun gut. Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal. Nee. Ich traue dir nicht. Nimm lieber die Leiter. Ja, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Und dann machen wir an der Stelle weiter. Wir haben noch einiges zu erkunden, bevor es zum Theater geht. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Dieses Knurren kommt von dem Auge. Huh? Nicht, dass da wieder die Krabbelfiecher irgendwo sind, aber nee, die klingen anders. Na gut. Okay. Gut, wie dem auch sei, Moment, was haben wir hier? Nichts, okay. Ja. Ich werde einen Kaffee trinken, speichern und wir sehen uns an genau dieser Stelle wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Evil Within 2. Bis dann!